zehnten Platz zu finden. Der will eine 8-1 fahren. Ja, der war am Anfang der Session noch auf dem sechsten Rang, weil einige jetzt hinter dem Index angekommen sind, hat den Schweizer vom Team 74 aus der Ravenolbahn bis auf Platz 10 zurückgebracht. Der will jetzt eine 8-19 fahren und Olli Petzold, der Fahrer vom Schumann Motorsport Race Team, der hat sich eine 8-48 vorgenommen, ist aktuell ziemlich weit hinten. Weil ich ist es 8:20 hat er gefahren. Er war gut gereicht worden von der 6 auf die 10 und springt jetzt wieder zurück auf die 6. Ja, das ist das Bäumchen-Wechselweg in der letzten Quali-Runde bei den Super Pro-EDs. Da geht es um alles. Interessant wird es ja noch, wenn die beiden, die jetzt noch draußen sind auf dem Feld, wenn die an die Startampel kommen. Und da haben wir einen der beiden. Los, Knopf. Aktuell letzter 18er, der möchte auf jeden Fall noch in dieses 16er Feld reinrutschen. Colin Miller ist aktuell auch der 16. Sein Platz möchte er schnappen. Genau. Klaus Knopf auf der Turbo Total Lane in seinem gelben Camaro. Und auf der Ravenol-Strecke haben wir Christoph Burfein. 8,74er Indexzeit für ihn. Burfein aktuell auf der 3. 3000stel in sein Überindex gefahren. Das wird schon sehr, 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 sehr gut. Vielleicht wird er der Dritte in einer 0-0er-Zeit, in einer perfekten Indexzeit. Das wäre krass. Aber wir schauen natürlich auf den Mann in Gelb, auf Klosknopf, auf der Turbo Total Lane, ob er es schafft, in die Top 16 zu kommen. Beide fahren genau den gleichen Hubraum, nämlich 10.000 Kubikzentimeter. Und noch allerdings mit extremerem Tuning, das heißt der Unterschied zwischen 7, 6 und 8, 7. Ja, das würde schon eine Zeit von 0,5 über Index reichen. So, Knopf probiert hier alles, lenkt den Camaro von der Mauer weg, fährt eine 8, 1. Ja, und das reicht erst.